der Bio-Rebbaubetrieb 1992 angefangen. Es sind jetzt fast 30 Jahre, wo ich dann nach der schweizerischen Bio-Knospen bewirtschafte. Ich habe in den letzten knapp 30 Jahren auch festgestellt, dass die Artenvielfalt ganz allgemein abgenommen hat. Auch haben die Insekten abgenommen und haben natürlich auch festgestellt, hat ganz allgemein, dass Grundwasserbelastungen und Bodenbelastungen eher zugenommen haben. Man sieht auch, dass der CO2-Ausstoß insgesamt, jetzt nicht nur in der Landwirtschaft, aber auch in der Landwirtschaft, auch zugenommen hat in den letzten 25 Jahren. Und da müssen wir uns jetzt wirklich ernsthaft überlegen, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir haben mal bei uns im Ingenieurbüro ausgerechnet, dass in einer konventionellen 7 Deziliter Flasche Wein, dass da 2 Deziliter Erdöl in Form von grauer Energie drin sind. In einem Bio-Knospenbetrieb, wo mit pilzresistenten Sorten arbeitet, wie wir hier haben, ist der graue Energieanteil 90% weniger. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn wir in Zukunft wenn den CO2-Ausstoß senken, dass die Schweizer Landwirtschaft stark Richtung Bio müsste gehen. Es ist aber auch ganz wichtig, dass die Familienbetriebe, die wir haben in der Schweiz, können erhalten bleiben, weil da eine ganz hohe Eigenverantwortung ist in diesen Betrieben. Und das ist ja schlussendlich eigentlich sehr wichtig für die korrekte Umsetzung von diesen verbesserten Massnahmen, die wir eigentlich brauchen in Zukunft. Wo wohnen denn deine Eltern? Wiefelden. In Wiefelden? Ja. Cool. Kennst du Waldgeischeli? Hi, wo kommt der? Bierwinken. Ja, nein, keine, von Bierwinken kenne ich niemand. Denn... Also bei uns im Bio-Rebbau ist auch wichtig, dass man zwischen den Reihen möglichst viel Gras stehen kann, auch möglichst lang, damit sich alles versäumen kann und dass man es nicht einfach im Frühling möglichst schnell mähen tut, sondern eben möglichst lang stehen lassen, bis in Juli, wenn das möglich ist. Das ist nicht bei jeder Reihe möglich, aber alle anderen Reihen ist dann möglich und es ist auch gut, dass zum Beispiel der Feldhase in dieser Zeit im Frühling keine Junge bekommt und er hat da Zuflucht und kann nachher, wenn er grösser ist, kann er dann abwandern. Wenn man dann den Teil natürlich auch mäht, irgendwann bis in einer Woche oder zwei.